Wie hoch können Vögel fliegen? Auf Platz 3 der Höhenrekorde sind die Alpendohlen mit 8000 Meter Flughöhe. Streifengänse, die den Himalaya überfliegen, um in ihre indischen Brutgebiete zu kommen, erreichen 9000 Meter Flughöhe. Den Höhenrekord hält aber ein Sperbergeier, der in Afrika lebt. 1973 stieß ein Sperbergeier mit einem Verkehrsflugzeug zusammen, in 11000 Metern Höhe. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um 8 interessante Fragen zu unseren Gartenvögeln. Herzlich willkommen bei Levi Garten. Woher kommen die Schluckspechte und die Schnapsdrosseln? Der Schluckspecht bekam seinen Namen vom ringelnden Specht. Manche Bäume verlieren Saft, wenn man die Rinde verletzt. Und genau das tut ein Specht gelegentlich beim sogenannten Ringeln. Nämlich gezielt Baumstämme kreisförmig anpicken, um an den Baumsaft zu kommen. So viel zum Schluckspecht. Zu der Gattung der Drosseln gehören etwa 20 Arten, wozu auch die Amseln gehören. Drosseln wiederum fressen im Herbst gerne reife Beeren und den Rest kann man sich sicher denken oder ansehen. In einer Michel aus Lönneberger Folge. Ein Link dazu ist unten in der Beschreibung. Nur dort sind es die Hühner und das Ferkelchen, die hackevoll im Hof herumliegen. Was ist das beste Vogelfutter? Oft bleibt Vogelfutter im Garten liegen, wird nicht angerührt. Woran liegt das? Sind die Vögel verwöhnt? Garantiert nicht. Werden die Meisenknödel nicht angerührt, liegt das oft am Inhalt. Die Körner daran interessieren nicht, denn oft werden Meisenknödel mit dem billigeren Weizen statt Nusskernen gefüllt. Oder die Knödel sind steinhart und nicht nur bei Frost, sondern schon im Laden. Die Vögel können diese Meisenknödel gar nicht mehr aufpicken. Auch Streufutter enthält oft zu viele Weizenkörner. Das ist etwas, das Tauben mögen und verdauen können. Eine kleine Blaumeise zum Beispiel aber nicht. Auch im Streufutter ist der Weizen oft billiger Füllstoff. Garantiert gefressen werden aber Sonnenblumenkerne, mit und ohne Schale, Erdnüsse, Haselnüsse oder Walnüsse, ganz oder als Bruch und Mehlwürmer. Natürlich kommt es auch darauf an, welche Vögel das Futterhäuschen besuchen. Habt ihr noch Tipps, was Vögel garantiert gerne fressen? Soll man Gartenvögel besser nicht ganzjährig füttern? Doch, sagt der Ornithologe Peter Berthold, spätestens aber ab September, damit die Vögel im Winter die Futterstellen bereits kennen. Nein, sagen die Gegner, Vögel werden so zur Faulheit erzogen und überhaupt fördert man damit nur die Allerweltsarten. Vogelmägen sind klein und Fliegen verbraucht viel Energie. Gut, wenn es eine verlässliche Futterstelle in der Nähe für die Vögel gibt, sagen die Befürworter. Der Mensch verhindert so die natürliche Auslese, argumentieren die Gegner. Das gilt auch für die Zeit der Jungenaufzucht. Aber die Eltern müssen doch nicht nur die Nestlinge versorgen, sondern auch sich selbst. Klasse, wenn man Zeit und Energie sparen kann und sozusagen mal kurz am Schnellimbiss selbst Energie auftanken kann, ohne weit fliegen zu müssen, sagen die Befürworter. Charles Darwin, für und wieder, hin und her, was meint ihr? Was machen eigentlich Vögel so den ganzen Tag? Nach dem Wachwerden wird erst einmal gesungen, aber auch zwischendurch wird immer mal tirilliert, zum Beispiel um das Revier abzugrenzen. Es wird aber auch aufgepasst und gewarnt vor Menschen, Katzen, Eichhörnchen, Mardern oder Greifvögeln. Die Amsel ist übrigens die Aufpasserin in der Vogelwelt. Sie kann auch etwas ganz Besonderes, das Tixen nämlich. Damit warnt sie Amseln und andere Vögel über Gefahr aus der Luft oder vom Boden. Link ist unten in der Beschreibung. Gefiederpflege wird auch ausgiebig betrieben. Sie ist wichtig, um die Federn zu pflegen, regendicht zu machen und um sich von Parasiten zu befreien. Dazu gehört auch das Baden. Vögel verbringen sehr viel Zeit mit der Nahrungs- und Wassersuche. Nestbau, Brüten und Junge füttern kommt bis zu 3-mal im Jahr, je nach Art, noch dazu.
Beobachtet wird auch sehr viel, nämlich andere Vögel, denn die könnten ja eine neue Nahrungsquelle entdeckt haben. Zwischendurch wird aber auch mal ausgeruht und gedöst, geschützt in dichten Hecken und Bäumen, aber auch in hohlen Ästen, leeren Vogelhäuschen oder unter Dächern. Die meisten Vögel gehen früh schlafen. Sie gehen sozusagen mit den Hühnern ins Bett und sind vor Sonnenaufgang wieder wach. Wie hoch ist die Körpertemperatur von Vögeln? Unsere Gartenvögel sind heißblütig. Sie haben eine deutlich höhere Temperatur als wir Menschen, nämlich ca. 38 bis 42 Grad. Mit 42 Grad hätte ein Mensch bereits hohes Fieber. Vögel sind damit aber gut gegen Kälte und auch gegen Sommerhitze geschützt. Der Nachteil ist, die hohe Körpertemperatur verbraucht sehr viel Energie. Die normale Körpertemperatur des Menschen liegt übrigens zwischen 36 und 37 Grad. Seit wann werden Vögel von Menschen gefüttert? Vermutlich haben schon unsere frühen Vorfahren Vögel gefüttert. Aber meist nicht, um sie von der Höhle aus zu beobachten, sondern um sie zu fangen. Ganz sicher wurden viel, viel später Vögel gezielt von Jägern mit Futter angelockt. Daraus hat sich sicher später das Vogelbeobachten und Füttern im Garten entwickelt. Deutschland und Großbritannien sind sicher, was das Füttern betrifft, Spitzenreiter. Aber in Deutschland wird man im Gegensatz zu Großbritannien dafür wohl eher belächelt. Vogelfüttern wird oft als Seniorensteckenpferd abgetan. Vögel am Vogelhaus beobachten macht aber Spaß und glücklich. Goethe tat es bereits, sogar berühmte Komponisten lauschten und kupferten von den Vögeln ab. Was gibt es auch Schöneres, als morgens mit Vogelgezwitscher aufzuwachen? Alle Vögel sind schon da. Wie viele und welche Vögel kommen überhaupt in den Garten? Amseln, Meisen, Spatz und Star sind 2021 die häufigsten Vögel im Garten. Woher man das weiß? Von der Stunde der Gartenvögel. 227 unterschiedliche Vogelarten wurden gemeldet bei der Aktion im Mai. Gezählt wurde in 95.000 Gärten und Parks von Freiwilligen, die bei der zweimal im Jahr stattfindenden Aktion des NABU mitgemacht hatten. Gezählt wird eine Stunde lang im Garten, auf dem Balkon oder im Park. In England heißt das Ganze Big Garden Bird Watch, was schon 25 Jahre vorher begann, nämlich 1979, und die Ergebnisse der letzten Zählung sind ähnlich wie hier. Amseln und Meisen auf den vorderen Plätzen. In Deutschland gibt es aber auch noch Bird Race. Auch da werden Vögel gezählt, allerdings eher von Fachleuten, also Ornithologen. Die Profiteams zählen einen ganzen Tag in einem vorher festgelegten Gebiet alle Vögel, die sie sehen oder am Gesang sicher erkennen können. Das waren 8 ungefragte Fragen zu unseren gefiederten Freunden. Ich sage danke fürs Zuschauen, sage Tschüss und würde mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Tschüss!